Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ja, wir sitzen gerade im Auto, also Björn, er ist jetzt gerade zu Haspa. Ja, wie ihr schon im Titel lesen könnt, lasse ich mir heute meine Lippen aufspritzen. Ich habe so dermaßen Angst, ich bin aufgeregt. Aber ja, wie ihr seht, ich habe halt so gut wie keine Oberlippe. So sieht das jetzt aus. Und ich bin gespannt, wie das dann nach dem Spritzen aussieht. Björn kommt, wie gesagt, mit heute. Er wird das wahrscheinlich alles mal so ein bisschen filmen. Und dann bin ich gespannt, wie das Endergebnis aussieht. Und ja, seid gespannt. Ich bin auch gespannt. Bis später. Also, Björn wollte jetzt auch nochmal Hallo sagen. Hallo, Jen. Wir sind jetzt angekommen. Haben jetzt auch schon einen Parkplatz gefunden. Und ja, wir haben jetzt noch 15 Minuten Zeit. Und ich sterbe vor Aufregung. Ich kann eigentlich nicht klar denken. Aber ich glaube aber nicht, dass das schlimm wird. Das machen so viele Frauen, von daher glaube ich, wirst du das wohl auch aushalten. Na, vor allem jeder hat auch ein anderes Schmerzempfinden. Ich bin eigentlich ja nicht so pingelig. Also diese Augenbrauen zu Microblading war deutlich schlimmer. Also das waren wirklich Schmerzen. Deswegen glaube ich nicht, dass es so schlimm wird, aber naja. Yeah. Ich bin gespannt, wie ich danach aussehen werde. Björni auch. Wird bestimmt mega aussehen. Wir zeigen euch dann auf jeden Fall das Ergebnis. Wobei, ich werde die Behandlung, soll ich die mitfilmen? Ja, ich glaube, das ist das Interessanteste, ne, an der ganzen Sache. Also, dann könnt ihr gleich zugucken. Ich werde die Kamera für euch halten. Eine Stunde später. So, hallo ihr Lieben, wir sind jetzt fertig. Als wir leider in die Praxis gekommen sind, hat mir die behandelnde Ärztin, wollte ich schon sagen, gesagt, ich durfte jetzt leider nicht mit rein zum Filmen, aber das Ergebnis ist unglaublich schön geworden. Ich habe es jetzt schon gesehen und ich kann es mir jetzt auch gerade angucken und ich finde, die Form ist perfekt geworden. Es sieht richtig toll aus und jetzt möchte ich euch nicht weiter auf die Folter spannen. So sieht das Ganze aus. Krass, ey. Ich finde halt mega, dass man immer noch richtig schön das Lippenherz bei Vanessa sieht. Sie hat richtig schöne, volle Lippen bekommen, ohne dass es zu viel aussieht. Es sieht immer noch natürlich aus. Also Hammer-Ergebnis. Und ja, wie lange dauert das jetzt noch, bis es ein bisschen abgeschwollen ist? Sie hat gesagt, so 5 Tage. Genau, 5 Tage. Ich merke, dass da was drin ist. Es ist auch so ein bisschen verhärtet, sage ich jetzt mal. Es ist ein bisschen hart, aber ich merke jetzt auch langsam, das Gefühl kommt wieder an der Lippe. Ich würde auch sagen, wenn wir zu Hause sind, kannst du ja noch ein bisschen erzählen, wie sich das angefühlt hat, wie das ablief und so. Aber das ist jetzt erstmal das Ergebnis direkt nach der Unterspritzung. Kannst du mal von der Seite vielleicht mal filmen, dass man sieht, yep, dass es kein Duckface ist hier. So sieht es jetzt von der Seite aus. Man sieht jetzt natürlich noch leichte Schwellungen. Und auch hier bin ich auch blau. Ist jetzt natürlich noch ein bisschen sehr gespannt, aber das ist jetzt das Ergebnis direkt danach und ich finde, das sieht mega gut aus. 3 Tage später. So, hi ihr Lieben und zurück zu dem Video. Es ist jetzt schon Dienstag, also sprich 3-4 Tage nach meinem Lippentermin. Und so sehen sie jetzt aus. Also ich finde, es sieht immer noch megamäßig natürlich aus. Entschuldigung übrigens, wie ich aussehe. Ich komme gerade frisch aus der Dusche, war gerade eben noch beim Sport. Ups, so filme ich dann hin. So machen wir das jetzt am besten. Ja, also so sehen sie wie gesagt aus. Hier ist noch ein leichtes Hämatom. Und sie sind auch etwas, ja, ich sag jetzt hart, aber man muss sie halt immer massieren. Hier unten ist es etwas fester, aber wie gesagt, ich finde es ganz, 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 ganz schön. Ich wollte jetzt noch ein bisschen dazu erzählen, wie das jetzt für mich war und ob ich jetzt irgendwie Schmerzen hatte, wie viel wurde jetzt injiziert und, und. Also ich war in Hamburg bei einer lieben Dame, die das für mich gemacht hat. Ihr Account, ihr Profil jetzt momentan leider nicht verlinken, da sie gerade mitten in den Prüfungsvorbereitungen ist und das jetzt auch nicht schafft, jetzt irgendwelche Anfragen zu beantworten. Aber wenn soweit alles durch ist, kann ich euch gerne ihren Account dann irgendwann verlinken. Ich bin auf jeden Fall megamäßig zufrieden. Bin
sehr gut aufgenommen worden von ihr und ich hatte wirklich anfänglich wirklich Angst vor den Schmerzen halt auch oder auch Angst, wie das Ganze dann danach aussehen wird. Aber sie hat mir die Angst genommen, sie hat mir wirklich, also das Vorgespräch, sage ich jetzt mal, bei ihr in der Praxis ging, glaube ich, länger als der eigentliche Injektionstermin überhaupt. sie hat mir viel erzählt zu dem, was sie mir gespritzt hat, wie ich mich zu verhalten habe, wie jetzt ihr Denken ist, wie es dann weitergeht. Und ja, ich hatte dann in der linken Hand, habe ich von ihr so einen Gymnastikball bekommen. Und da habe ich mich dann halt so ein bisschen, ja, versucht zu entspannen. Und sie hat halt immer gesagt, wenn sie die Spritze eingeführt hat sozusagen, hat sie immer gesagt, so, jetzt einmal schön durchatmen. Und dann war sie halt auch schon drin. Und dann man hat das halt gemerkt, das Injizieren. Aber es war hier oben auszuhalten, wo es unangenehmer war, dann hier an der Seite, aber auch das war auszuhalten. Allerdings, wo es wirklich wehgetan hat, war hier unten. Also hier die untere Lippe. Aber man sieht auch noch nicht mal mehr die Einstichstellen. Obwohl es hier blau ist, tat es hier nicht so doll weh wie unten. Also unten war schon echt hardcore. Das tat schon echt dolle weh. Aber ja, wir haben es alle überlebt und ich finde das Ergebnis sehr, sehr schön. Ich habe jetzt in 4 Wochen eine Nachbehandlung und da wird dann halt geguckt, gefällt mir die Form, möchte ich vielleicht noch etwas mehr haben oder wo soll etwas aufgebaut werden oder. Darauf freue ich mich auch schon riesig. Also man gewöhnt sich an die Schwellung. Als die Schwellung da war, ich zeige euch mal ein Foto nach der Behandlung. Ja, die Schwellung, da habe ich erst gedacht, oh mein Gott, ich hoffe, sie bleiben nicht so. Im Laufe des Tages habe ich dann immer in den Spiegel geguckt und habe gedacht, ja, so ist es schön. Ja, okay, wenn es so bleibt, ja doch, ist mal doll, aber gefällt mir. Dann zeige ich euch jetzt mal ein Foto vom nächsten Tag. So sah das dann nach dem nächsten Tag aus und da war es für mich perfekt. Da dachte ich, wow, richtig cool. Habe dann schon so ein Lipgloss drauf gemacht und da sahen die Lippen natürlich echt megamäßig aus. Dann kann ich euch jetzt ein Foto mal zeigen, wie es jetzt am Montag, also gestern aussah. So sah das jetzt gestern aus. Und da war ich ein bisschen traurig tatsächlich, dass die Schwellung ist jetzt eigentlich komplett weg. Und da habe ich dann gedacht, man sieht ja gar nichts mehr. Und dann habe ich halt auch gedacht, was mache ich denn jetzt? Ist jetzt wirklich alles draußen? Und dann habe ich die Lippen mal geschminkt. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das geschminkt aussah. So sah das jetzt geschminkt aus. Also, ich bin megamäßig zufrieden. Wie gesagt, die Lippenform ist mega natürlich. Ich habe mein Lippenherz auch behalten und man gewöhnt sich tatsächlich an den Anblick und man vermisst tatsächlich auch die Schwellung. Aber das ist halt auch das Gefährliche an der ganzen Sache, dass man dann einen Hang hat zur Übertreibung. Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt in 4 Wochen den nächsten Termin, werde dann mal gucken, was gemacht wird. Entschuldigung, hier draußen ist so megamäßig lauter Baulärm. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ja, das ist jetzt mein Update zu den Lippen. Ja, das war's jetzt auch mit dem kurzen, aber knackigen Video zu meiner Lippenunterspritzung. Ich werde euch auf jeden Fall entweder noch ein Video drehen oder ihr schaut bei mir auf Instagram vorbei. Da werde ich dann etwas zur Nachbehandlung sagen und es kommt auch nochmal ein separater Post online zu meinen Lippen. Denn tatsächlich ist es nicht vielen aufgefallen bei meinem letzten Bild, was ich hochgeladen habe auf Instagram, dass ich mir die Lippen habe machen lassen. Tatsächlich sind, glaube ich, drei Nachrichten habe ich bekommen. Von wegen, hast du deine Lippen ausspritzen lassen? Also genau so soll es sein, dass es mega natürlich aussieht und halt nicht, ne, den Anschein erweckt, oh mein Gott, die hat ihre Lippen machen lassen. Selbst das finden einige aber auch schön. Ich gehöre auch zu den Menschen, die es ein bisschen extremer mögen. Also zum Beispiel einige Freundinnen von mir finden das halt nicht so schön und deswegen sind Essensgeschmäcker verschieden. Das ist auch gut so. Ja, langes Outro. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das gefallen hat. Schreibt mir gerne ein liebes Kommentar. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss! Noch ein kleiner Einschnitt. Ich hatte jetzt meine Nachbehandlung. Die Nachbehandlung ist jetzt allerdings auch schon gute 9 bis 10 Wochen her. Und ich wollte euch jetzt einmal das Ergebnis nach der zweiten Behandlung zeigen. Und so sieht es aus. Also ich bin immer noch megamäßig zufrieden. Es ist halt wirklich eine Gewöhnungssache, wenn die Schwellung da ist und es jetzt halt dann so aussieht, ist man so ein bisschen frustriert. Aber ich habe jetzt meine 3. Behandlung in 3 Wochen und da wird nochmal was gemacht. Ich bin gespannt, wie es dann aussieht und wie lange es dann hält. Also es geht bei mir wirklich relativ viel raus. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich sehr wenig trinke.
aber oder mein Körper das einfach so schnell abbaut. Deswegen werde ich noch ein drittes Mal hingehen und werde euch dann eventuell bei Instagram ein Update dazu geben. Wenn ihr mir da noch nicht folgt, folgt mir gerne. Ich würde mich riesig darüber freuen. Und ja, ich wollte euch das einmal zeigen. So sieht das aus. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr ja, das Ergebnis findet, ob ihr vielleicht auch schon mal euch die Lippen haben ausspritzen lassen, wie ihr allgemein dazu steht zu solchen Schönheitseingriffen. Operationen ist es ja nicht wirklich, aber Schönheitseingriffen würde mich sehr interessieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Jetzt sage ich aber tschüss.